Moin Moin Buddy Bros, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin so die letzten Wochen und Monaten ja aktiv auf YouTube zurzeit, habe auch einen strikten Uploadplan, der jetzt für mich relativ gut funktioniert. Habe ja jetzt auch schon das Let's Play zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens beendet. Der letzte Part kommt dann am Montag online. Ich werde versuchen, dieses Video für 16 Uhr hochzuladen heute. Aber darum soll es gar nicht gehen. Es soll gar nicht um mein Harry Potter Let's Play gehen, sondern um meinen allerersten YouTube-Kanal. Ich bin nämlich mal vor ein paar Monaten auf YouTube unterwegs gewesen und habe einfach mal mir irgendwann mal so die Frage gestellt: Musti, gibt es eigentlich noch deinen allerersten YouTube-Kanal, den du mal hattest? Ihr wisst ja, dass ich diesen Kanal unter dem Namen, ich glaube, Mein Player 2015, zwischendrin dann Robin LP und jetzt bin ich ja zu meinem festen Namen Mustafa Keiler gekommen. Wer wissen will, warum ist auf einmal Mustafa Keiler, der schaut am besten meinen Let's Play zu Portal 1. Die erste Folge werde ich oben rechts in der Infokarte verlinken. Und ihr wisst ja sicher alle, wenn ihr schon lange Abonnent seid unter den ganzen 94, die jetzt inzwischen zusammengekommen sind, also werden viele wissen, dieser Kanal wurde am 1. Juni 2015 veröffentlicht. Weshalb ja auch damals der Name Mein Player 2015. Und ja, viele werden das kennen. 1. Juni 2015, erstes Video auf diesem Kanal. Allerdings ist dies nicht mein allererster YouTube-Kanal gewesen. Und natürlich ist mein erstes YouTube-Video nicht vom 1. Juni 2015. Ja, viele werden sich jetzt fragen, wie, das ist nicht vom 1. Juni 2015. Ja, ich habe meinen allerersten YouTube-Kanal tatsächlich gefunden. Diesen gibt es noch. Allerdings war das natürlich grottenscheiße, die Videos grottenschlecht und mit dem Handy aufgenommen. Damals noch mit dem iPhone 4, glaube ich, habe ich auf dem iPhone 4 habe ich, glaube ich, Minecraft gezockt oder so. Ja, und davon existieren die Videos sogar noch. Der Kanal hat sogar noch 3 Abonnenten. Okay, ich dachte, ich wäre inzwischen nur noch der Einzige, der diesen Kanal abonniert hat. Damals hatte ich es auf 21 Abonnenten, glaube ich, sogar gebracht. Ja, bevor ich auf die Idee kam, alle Videos zu löschen. Und dann habe ich noch die Minecraft-Videos online gelassen. Und diesen Kanal gibt es noch. Und den möchte ich mit euch heute mal anschauen. Ich möchte euch also in diesem Video heute meinen allerersten oder beziehungsweise sogar mein allererstes YouTube-Video zeigen und wir können ja so ein Fazit daraus ziehen, was sich alles in dieser Zeit geändert hat. Es gibt bei euch jetzt mal ganz kurz einen Schnitt und wir sehen uns dann gleich auf YouTube-Video. Video auf YouTube wieder. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, da bin ich wieder. Wir befinden uns jetzt hier auf YouTube. Ich weiß nicht, ob man meine Facecam noch sieht. Ich hoffe ja. Ich nehme das Ganze jetzt gerade mit OBS auf. Ich hoffe, das Ganze funktioniert. So, wir sind hier auf YouTube und ihr seht vielleicht auch schon das angesprochene YouTube-Video. Allerdings ist das noch nicht mein allererstes Video gewesen. Und zwar, ja, sehen wir halt hier YouTube-Kanäle, die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Unter anderem. Ja, unter anderem halt Videos von Paluten, El Mago und so weiter. Soll jetzt auch keine Werbung für diese YouTuber sein. Es geht einfach nur nochmal kurz hier. Das sind so meine YouTube-Kanäle, die ich so persönlich schaue, für alle, die es interessiert. Aber darum soll es gar nicht gehen. Es soll um meinen YouTube-Kanal gehen. Und vielleicht könnt ihr das schon mal hier in der Liste erkennen. Ja, und zwar geht es um diesen Kanal. Ja, herzlich willkommen auf Mustafa Kailas allererstem YouTube-Kanal. Ich habe da ein oder zwei Freunden von mir, Grüße gehen auf jeden Fall raus an euch, habe ich damals Minecraft gezockt
Und ihr seht schon hier, die Videos sind einfach 5 Jahre alt. Und bevor wir uns jetzt in dieses Video stürzen, gibt es jetzt nochmal ganz kurz hier. Genau, ihr seht auch schon, 13. März 2015. Die Videos sind 3 Monate vor online gehen meines jetzigen YouTube-Kanals entstanden. Haben sogar 3 Daumen nach oben, okay. War ich damals schon Fame? Nee, Quatsch. Mit einer neuen Welt starten wir das tolle Minecraft-Abenteuer. Wir verlassen das Dorf und holen 12-mal Wolle und etwas zu essen. Die Nacht über sammeln wir Holz und spielen ab da mit Monstern, okay? Also eine kleine Pussy hier gewesen damals in Minecraft. Inzwischen spiele ich ja auf einfach direkt von Beginn an. Im zweiten Part werden meine zwei anderen, okay, mit zwei anderen Kollegen habe ich es gemacht, damit beginnen, eine gute Stelle zu suchen, wo wir unser Haus bauen werden. Das werde ich euch, das werde ich nicht mit euch anschauen. Ich werde hier einmal durch das Video mit euch steppen, um einfach das Ganze, die ganze Zeit Revue passieren zu lassen. Ja, ich würde sagen, ich schnacke gar nicht mal so und beginne gleich mit dem Video und ich glaube, ihr werdet auch schon direkt die erste Änderung feststellen. Also, viel Spaß mit meinem allerersten YouTube-Video, was ich jemals hochgeladen habe. Wissen sofort und starten eine neue Welt. Also erstens mal, ja, das ist meine Stimme von vor knapp 6 Jahren. Zweitens habe ich die Videos damals in, ich glaube, 400, ja, in 480p damals, also einfach mal so eine ganz grausige Videoqualität. Zweitens, ja, habe ich damals dieses Assistive Touch aktiv gehabt, sonst konnte man das Ganze nicht aufnehmen. Mit iRec habe ich das, glaube ich, gemacht. Zweitens habe ich damals überhaupt nicht geschnitten, das heißt, ich habe meine Videos uncut hochgeladen. Und drittens hatte ich keine Begrüßung, sondern habe einfach mit dem Video angefangen, habe einfach auf Aufnahme gedrückt und habe einfach angefangen zu labern. Also ganz anders wie heute. Wir sind hier in diesem sogenannten Together mit 4 Personen. Together mit 4 Personen, wer kennt's nicht? Ist jetzt auch gar kein Forgetter oder so, nein, Together. Hä, warum eigentlich 4? Kamikaze LP, dann der andere Kollege, bei dem ich jetzt den Namen nicht nennen möchte. Okay, ich kann mich jetzt nur an 2 erinnern, aber naja, gut. Ich sippe jetzt einfach mal durch. Stern. Okay, da ist es schon das Dorf. Wir werden das Dorf unberührt lassen. Wir werden an einer anderen Stelle das Haus bauen, weiter weg vom Dorf. Okay, das hat sich bis heute bei mir festgesetzt. Okay, also das ist das Einzige wahrscheinlich an diesem Video, was sich bis heute gehalten hat. Und zwar, ich hasse es, ein NPC-Dorf auszubauen oder umzubauen. Viel lieber suche ich mir eine Stelle in der Nähe von dem Dorf und baue da mein Haus. Das hat sich bis heute gehalten. Okay, das ist cool. Ihr seht auch, Aber natürlich werden wir uns die Sachen aus der Truhe holen. das mache ich heute auch noch, dass ich erstmal das ganze Dorf beraube und dann, also mit dem Dorf-Update Minecraft 1.14, ist das ja noch geiler, das Dorf aufzurauben. hat Mojang es einfacher gemacht, danke an der Stelle. Das hat sich bis heute gehalten. Und ihr seht auch schon, das Ganze ist nicht in 60 FPS aufgenommen. Ich glaube, das waren 25 FPS damals. Kann das sein? Ich glaube, 25 Frames per Second. Und heute mache ich es halt 60 FPS. Also 1080p at 60 FPS. Damals waren es 480p at, ich glaube, 25 FPS hat iRec maximal gemacht. Wird natürlich dann während der Aufnahme runterskaliert auf 24,976 FPS. Aber trotzdem, also das ist so cringe, mein allererstes YouTube-Video zu sehen. Das war damals so komisch. Weil, soweit ich mich erinnere, ist in der Truhe eine Eisenhose. Ob Oh, yo, das war damals richtig geil mit diesen Seeds. Das ist dieser 999-On-Infinite-Seed. Und da hat man immer wieder dasselbe Dorf mit denselben Items an derselben Stelle gehabt. Das war so geil. Das ist ja heute, glaube ich, auch noch so mit den Seeds. Gibt es den Seed eigentlich noch für die Minecraft Pocket Edition? 999-On-Infinite? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich packe euch den Link zu diesem YouTube-Kanal in die Kommentare. Vielleicht kann man da jetzt so eine Art Retro draus machen. Das wäre irgendwie geil. Ich kann mich auch in den Kanal inzwischen nicht mehr einloggen, weil die E-Mail-Adresse nicht mehr existiert.
ansonsten für dich gucken, dass ich den Kanal irgendwie wieder zum Leben erwecke. Aber leider, leider, leider gibt es diese E-Mail-Adresse, glaube ich, nicht mehr. Ja, schade eigentlich, aber vielleicht kann man das so als Urgestein für meinen jetzigen Kanal nehmen. Das wäre irgendwie cool. Obsidian und ein Apfel. Das ist sogar richtig so noch. Genau, das ist mein Jo. Kumpel gewesen Und hier damals. spricht der Kamikaze. Jo, und hier habt ihr auch meinen Freund, mit dem ich hier mitspiele und. Oh, cool, hier ist die Schmiede schon. Ich finde es einfach krass, dass das Ganze ist ja im März 2015 aufgenommen. Und ich finde es mega cool, dass ich gucke immer ins Mikrofon. Warum? Hä? Das habe ich auch in der Folge Harry Potter, glaube ich, gemerkt. Nee, FIFA, glaube ich, war das. Habe ich ins Mikrofon geguckt. Warum? Wir sind heute noch gut befreundet. Das finde ich cool. Finde ich schön, dass wir uns heute noch kennen, heute noch befreundet sind. Ist ja leider nicht mit allen Freunden von mir von damals passiert, dass wir heute noch Kontakt haben. Sieht man mich überhaupt? Ich finde es total, ja, Minecraft ist cool. Wir haben sogar drei Äpfel hier drin. Du sagtest Äpfel. Wie viele ist es? Okay, aber ich wusste nicht mehr genau, wie viele Äpfel es sind. Naja, ist ja auch jetzt auch vollkommen egal. Aus. Ah ja, hier, das war dieser Monsterfelder. Da, damals war ich mir nie sicher, wann sind die Monster jetzt an und wann sind die aus. Monster aus. Sobald wir unseren ersten Block Holz Ey, du abgebaut hast das haben. Monster gerade angeschaltet. Ist es ernsthaft jetzt? Ja. Ich glaube, ich meine Okay, mich erinnern, dass an. es rechts aus ist. Nein, das ist links. So wie man die ja. Schalter von links nach rechts anmacht, ist es auch bei denen so. Naja, okay. War dann am Ende halt wirklich so. Am Ende waren die Monster dann aus. Waren die dann doch an. Ich habe daran gemerkt, dass ich mich nie aufgeheilt habe, deshalb. Hier habe ich die Schmiede Boah, abgebrannt. das ist fies. Das war jetzt wirklich süß. Das Das ist war ja fies. Ich würde mal da rausgehen. inzwischen anders. Okay, bevor wir uns hier noch anbrennen und. Die sind ja inzwischen heute irgendwie aus Stein gebaut, dass die Schmiede eben nicht mehr abfackelt. Okay, das Dorf werden wir unberührt lassen. Es wird ein deutsches Let's Play, deshalb werde ich mich auch bemühen, die deutschen Begriffe zu verwenden. Deshalb habe ich auch gezielt Obsidian gesagt, nicht Obsidian und Iron Leggings und Apple und so weiter. Apple, hahaha, ich benutze ein Apple-Gerät. Bester Witz von damals. Überhaupt nicht lustig, aber okay. Spaß beiseite. Hast du nicht einmal gesagt, es Haben wir ja noch einen Stone Sword. Vor allem, ich habe doch keinen Stone Sword und deshalb töte ich die Monster nicht. Hä? Mach doch einfach ein Schwert aus Holz. Ja, das ist so komisch. Von da mit meinem YouTube-Video nochmal anzugucken. Ich klicke jetzt einfach mal in die Mitte rein. Soll ich den Bildschirm schließen? Och, es wird ja alle in ihrem Dorf leben lassen. Boah. Jetzt nicht unbedingt sein muss. Also wenn er dir jetzt zum Beispiel vor der Haustür steht und rausfällt, dann kannst du ihn töten, aber einfach so töten würde ich nicht sagen. Wird Warte ja. mal, ich will euch das Oh yo, ich glaube damals war noch die Zeit, wo die Leute in Minecraft alle Villager getötet haben, weil sie in der Pocket Edition halt nutzlos waren. Und ja, ich glaube daran ging es, ja, wenn der Villager deine Tür blockiert, bring ihn einfach um. Ja, alles klar, okay. Ja, er nervt, deshalb muss er weg. Rechtfertigt keinen Mord, aber. Ich würde die einfach in ihrem Dorf lassen. Und das andere Gebäude neben dem Spiegel. Spiegel? Schmiedefeuer. Und ich will euch zeigen, dass Villager auch nichts geben, wenn man sie schlägt, für die Anfänger, die heute zum ersten Mal Minecraft spielen oder ein Video davon gucken. Ich mag sie zwar nicht töten, aber auch egal. Seht ihr? Kam nichts. Jo, das ist. Aber ich würde sagen, lass uns Sand abbauen. Jo, einfach mit der Hand Sand abbauen. Was für ein Noob bin ich denn bitte damals gewesen? Warum habe ich mir denn keine Schaufel gemacht? Ich weiß auch gar nicht, wann ich mit Minecraft angefangen habe. Ich glaube,
ich bin eingestiegen mit der Minecraft-Version 1.7.10. Ich glaube, da habe ich mit Minecraft, also wo gerade die ersten Snapshots der Minecraft 1.8 rauskamen, da habe ich mit Minecraft angefangen. Doch. Wie gesagt, Glas kann man nie genug haben in Minecraft. Das stimmt. Ah, das ist so cringe gerade. Vor allem wie mega asynchron Bild und Ton einfach sind. Also ich würde sagen, ein Steak reicht. Ja moin. Ein Steak reicht, hat einfach anderthalb oder mehr als anderthalb Steaks. Über ein Steak? Sechs. Ja, also ich würde sagen, wir müssen jetzt schon mal langsam Holz farmen. Ja, jetzt erst. So nach 12 Minuten kann man auch schon mal Holz sammeln in Minecraft. Das ist das allererste, was ich inzwischen mache in Minecraft. Das allererste ist Holz sammeln. Hey. Okay, springen wir mal kurz so zum Ende des Videos. Das ist so cringe. Keine Facecam. Ganz schlechte Qualität. An dieser Stelle und wir sehen uns dann bei Let's Play Minecraft. Oh, yo. Wie retro das Ganze einfach ist hier. Mit dem, Alter, das sieht ja auch heute ganz anders aus, ne? In der Minecraft Pocket Edition. Soll ich alle craften? Ja. Ja. Ich hab ein bisschen Brot. Mach einfach drei Betten. Halt, das Salzen brauchen wir noch. Das Salzen brauchen wir noch. Oh, jetzt haben wir 4 Brot. Oh, ja. Und 12 Weizen. Ja, würde ich sagen, bauen wir das. Sag ich mal, das zeige ich das hier. Hier ist noch genug Weizen, Kartoffeln, Karotten. Hier haben wir noch alles davon, massenweise. Oh, ich glaube, das ist immer aus dem Dorf raus. Was haben wir da eigentlich gebaut? Haben wir da ein Haus? Haben wir doch ein Haus mitten im Dorf gebaut? Jo, wir wollen das Dorf unberührt lassen. Wir suchen eine Stelle, wo wir das Haus bauen. Ja, mittendrin ist eigentlich eine gute Idee. Und das Weizen dann noch, bauen wir das Weizen dann noch mal an, damit wir... aber das machen wir alles im dritten Part. Wir im dritten Part. Let's Play Minecraft PE Part 1. Ja, im dritten Part bauen. Oh Mann. Sehen uns. Wir sehen uns, wenn ich... Diese Grafikfehler in Minecraft sind einfach die besten. Der heißt Epischigi, Kamikaze und Minecraft. Im dritten Part. Bis dahin, alles Gute und alles Liebe und hoffentlich etwas mehr Erfolg als bei meinem Kanal Ash Eich. Bis dann und ciao. Oh yo, was, den Kanal hat's auch noch... gegeben, hä? Okay, den habe ich gar nicht mehr gefunden. Vielleicht habe ich den schon gelöscht. Aber dann ist trotzdem ja das hier mein erstes YouTube-Video. Tschüss. Oh, yo, das war richtig ätzend, wo man da jedes Mal, die Dings, das Spiel beenden musste, um die Aufnahme abzubrechen. Das war richtig nervig. Ja, das war, Mustafa Keiler mit seinem allerersten YouTube-Video. Ich werde euch auf dem Bildschirm jetzt die Folge, die letzte Folge von Let's Play Harry Potter und die Kammer des Schreckens verlinken. Also diese XXL-Folge, die geht eine Stunde 14. Auf der rechten Seite werde ich euch irgendein YouTube-Video verlinken. Und wie gesagt, oben rechts auf der Infokarte werde ich euch das ganze YouTube-Video hier verlinken, was wir uns heute angeschaut haben. Falls euch dieses Retro interessiert, meinen allerersten YouTube-Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, was auch immer das sein wird. Bis dann. Ciao, ciao.